Ich wusste, dass ich was vergessen habe. War auch so komisch leer. Oh, tut mir leid, Leute. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Oh, das ist ein bisschen hoch. Warte mal. So, ich glaube, so ist das ein bisschen besser. Und dann ist das nicht ganz so stark im Bild. Also nochmal, ich wiederhole. Willkommen bei mir, dem Thorsten. Mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans hier bei den Lüden. Bei den Lüden Hit-Uppern, so habe ich die Folge ja eigentlich genannt. Und es sind aber gar nicht alles Hit-Upper. Also ich bin im Clan Deutschland-Ed mit dem Barfuß. Hier hat er ja zum 30er eingeladen. Sieht man, glaube ich, noch. Müsst ihr auch mal erinnern, den Text. Also offen für SC oder 30 oder 15er. Und es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es läuft eigentlich ganz gut, denn wir haben mittlerweile 2 Siege hier drin. Das heißt also, Abstieg ist schon fast nicht mehr möglich. Und Gegner führt so ein bisschen jetzt, aber wir haben auch noch nicht alle Angriffe. Ah ne, das ist ja, oh, der ist ja ausgelaufen. Das ist die gegen uns noch gewonnen haben. Richtig, richtig, richtig. Und die ersten beiden haben wir, ich glaube, die haben wir recht dominiert. Oder war es doch eher knapp? 60, 47 und... Wir schauen mal, was unsere Hit-Upper gemacht haben. 57, 52, das war schon ein bisschen enger, aber einige haben beim Gegner halt nicht angegriffen. Einiges gut, 10 Stück an der Zahl nicht. Und wir haben 30 auf 30 echt gut gemacht, muss ich sagen. Die Bereitschaft, hier ein paar Sterne zu holen, ist in jedem Fall riesig. 29, ein bisschen, da hat einer nicht gemacht, ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. Der hätte es jetzt auch nicht mehr gerissen. Und im Laufenden, das ist der, der unten das Messerchen hat, sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und da mussten unsere Hit-Upper mal gar nicht so hit-uppen. Denn ihr seht das auch hier, wir haben mit dem Tim und mit RH5.0 zwei Achter hier schon mit reingenommen. Einen habe ich hier rausgelassen, der hatte irgendwie doch komisch angegriffen. Nehme ich dann wieder rein, dass er auch seine 8 Sterne holt. Oh, wir haben was live, Alter. Super, danke. Sehr cool. Finde ich natürlich immer gut, wenn jemand hier live, beziehungsweise wenn ich anfange aufzunehmen. Das ist nicht abgesprochen oder so, könnt ihr mir glauben. Das ist hier, hier ist nichts abgesprochen, hier ist alles dem Zufall überlassen. Und natürlich, aber der Angriff hier ist nicht dem Zufall überlassen. Wer ist es hier? Der Master Chief mit Rathaus. Das ist Rathaus 9. Ja, das ist Rathaus 9, denn wir haben auch oben, glaube ich, ein 10er, ein 11er, irgendwie so ganz, ganz gemischt ist das. Und oder zwei 12er. Ich muss selber mir mal einen Überblick hier verschaffen, denn ich mache meine Angriffe hier. Ich mache sie, aber im Moment bin ich eher bei Clash of Clans, in allen Clans, eigentlich nur so am Angreifen. Ich mache das Nötigste und das war es dann. Liegt einfach daran, dass einem das Real Life auch manchmal wieder einholt und plötzlich fing die Schule wieder an und dann gibt es Klassenpflegschaftssitzungen hier bei dem einen, dann bei dem anderen. Dann geht es ja jetzt daran, Praktikums zu machen oder Praktikas zu machen, Berufswahl und so weiter. Das startet tatsächlich jetzt Anfang der 9. Klasse alles und da gibt es dann doch schon ein bisschen mehr zu regeln und ein bisschen mein Leben will ich außerhalb von Clash of Clans ja auch noch haben. Deswegen kommt auch im Moment sehr dünner Content und live bin ich auch dadurch nicht gegangen. Lag einfach daran, dass ich dann auch mal um 10 Uhr gesagt habe, wisst ihr was, Leute, nach mir die Sintflut und Nacht, musste auch mal eine Stunde länger schlafen, weil jetzt auch das Wochenende wieder gearbeitet wird und ja, so ist das nun mal. Das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich im Moment so ein bisschen nicht so super aktiv bin. In Clash of Clans tut sich ja außer dieser Liga hier, wo man sich dann... Hat er übrigens gut gemacht, wo man sich mal ärgert und mal nicht ärgert. Ich meine, das ist ärgerlich hier. Wir haben auch schon mal ein, zwei Bases, habt ihr eben gesehen, schon mal liegen lassen. Dann sind uns die Sterne, wir haben zwei Zwölfer, dann sind uns die Sterne unten einfach ein bisschen lieber, als dass wir oben nur einen holen oder gar verkacken. Aber ihr seht das hier, ich glaube, der Clan Chile Wars ist genauso wie im Moment der Clan Herausforderer. Der wird auch komplett durchgereicht. Ist vielleicht nicht so die gute Wahl, auch beim Clan Herausforderer eine 30er CWL zu spielen mit den Rathaus 9ern und mit den kleinen 10ern unten. Aber einige haben das ja geschrieben. Ich habe diesen Gedanken auch schon mal gehabt, doch nur eine 15er zu spielen. Da müssen aber so viele raus und das tut mir dann so leid, dass die dann gehen. Ich meine, wenn sie dann woanders ihre Sterne natürlich holen können, ist es effektiver für den Einzelnen, als dass du dann immer nur 0 Sterne holst oder irgendwie abgekrampft mal ein. Das ist dann ein bisschen doof, sehe ich auch ein. Und deswegen
Ist ja noch ein Monat hin, bis die nächste Supercell-Klamo-Liga wieder ist. Dazwischen kommt ja dann im Oktober noch das WM-Endspiel. Und ja, mal sehen. Mal gucken. Ich glaube, auch hier ist es das letzte Mal, dass wir so auftreten können. Na, vielleicht geht es noch einen höher, aber ja, im Moment sind es etwas über 160 Marken, die wir uns hier als Zweiter im Moment einheimsen. Ich denke mal, Erster werden wir nicht, vielleicht doch. Kann man noch nicht genau sagen, wäre natürlich cool für die Leute hier, aber hier hat, glaube ich, jetzt schon so ziemlich jeder seine maximalen Sterne, die er haben muss, 8 Stück schon gemacht. Ist natürlich super und jetzt geht es darum, nur noch den Platz gut zu halten, dass wir auch das Möglichste mitnehmen. Es gibt dann ja noch am Ende ein bisschen Bonus zu verteilen, das mache ich natürlich auch, aber ich habe gerade gesehen, das wissen wir ja nun, dass das ein 3-Sterner wurde, aber ihr seht das Niveau hier auch, dieses kleinste Chile Wars ist auch nicht so wirklich gut. Mal sehen, ob ich was live hier vom DE mit drin habe. Ah, nichts. Leider nichts. Obwohl, wir können uns mal den Gegner angucken. Komm, machen wir mal hier. Frau Müller ist dran. Mal sehen, wie Frau Müller deft. Oh, komische Base, Frau Müller. Da müssen wir dran arbeiten. Aber Ringbase ist auch nicht jedermanns Sache, wenn es darum geht, im Rathaus 9 anzugreifen. Und die Drachen in der Mitte. Ah, schade, der Drache da. Das wird der Bogenschützenturm nicht schaffen. Also 2 Stück werden das in jedem Fall. 3 werden das nicht mehr werden. Muss man fairerweise sagen. Das werden die beiden Luftabwehren dann machen, auch wenn sie nicht Max sind. Aber hier im unteren Bereich brennt absolut nichts an. Und ab und zu gibt es dann auch mal einen Hit-Up zu machen. Ich glaube, ich habe auch gehit-upt heute. Habe ich heute. Ach nee, heute brauchte ich das gar nicht machen. Heute konnte ich mir den hier schnappen. Muss man ja fairerweise so sagen. Also auch komische Base. Es kam noch eine andere Sache hinzu, die sicherlich noch ganz gut ist. Das ist folgendes. Der Gegner hat keine Klamburg. Der Gegner hat keine Klamburg. Das kommt einem natürlich auch noch entgegen, dass die es nicht mal für wichtig halten, sich wenigstens so ein bisschen zu wehren. Ja, dann kannst du deinen Angriff natürlich auch noch mal ganz anders planen. Musst einfach gar nicht darauf Acht geben, dass du vielleicht ein Gift dabei hast. Ich habe hier trotzdem 2 Stück dabei. Mindestens einmal für den Helden oder für die Helden und dann für vielleicht noch so ein paar Skelette, die mich nerven. Aber ihr seht diese Base hier richtig schön kompakt hier. Für meine Schweinereiter. Eine Riesenbombe habe ich da jetzt schon ausgelöst. Entschuldigt bitte. Und die anderen beiden Riesenbomben kommen jetzt auf der anderen Seite. Oh, da habe ich mir so Glück gehabt, dass ich nicht alle Hawkrider gesetzt habe. Und dann wären die nämlich, na, die wären sicherlich nicht alle hingewesen. Ich glaube, die Bomben waren dann auch nicht Max. Und dann geht das hier mit der Schweinerei so ein bisschen weiter. Auch ich glaube, ich habe jetzt schon alle meine Sternchen hier zusammen. Und mit dem Barfuß mal sehen. Da geht es dann medaillentechnisch auch schon wieder an die 800-900, glaube ich. Also Zeit, irgendwas auch mal wieder mit dem Barfuß zu machen. Sei es vielleicht ein Update oder so, denn der Chefkoch, das andere Rathaus 9, ist auf einem guten Weg, auch dort die Helden Max zu kriegen. Aber ich habe noch 10 Helden-Level dort zu machen, sowohl King als auch Queen. Aber mal sehen, mit dem Magen hier ist immer mindestens ein Hammer irgendwo drin. Und den werde ich bei diesen Rathäusern hier, denke ich mal, dann eher für die Helden verbrauchen. Als dass ich da irgendwelche Gebäude oder so machen, die wirklich keine lange Laufzeit ja im Moment haben. Und hat der Schief gut gemacht, aber die anderen machen natürlich hier auch was ganz Nettes. Boxbase, Rathaus 10 hier vom Junger gemacht, aber als Rathaus 11er hier gemacht und ja, da sind wir mal so ein bisschen etwas besser, sagen wir mal so, aufgestellt hier, aber da kann weder der Gegner was für, noch wir können da was für, ist genau das Umgekehrte, was wir gestern gesehen haben bei den Herausforderern, da können die Gegner da auch nichts für, dass so gematcht wird und dass man so in die Liga reingeht. Manche Clans steigen ja erst jetzt in die Liga ein, beziehungsweise spielen das erste Mal Liga, werden das erste Mal gerankt und wo sie da gerankt sind, da bleiben die dann und das Ranking geht also nicht jedes Mal aufs Neue los, das ist eigentlich schade, denn dann würden solche Konstellationen hier nicht zusammenkommen, sondern dann wären das schon Clan-Kriege, die dann auch so ähnlich sind wie bei den normalen Clan-Kriegen, so in etwa fair und auf Augenhöhe, denn ich glaube, so ein bisschen hat sich das ja eingependelt. Das heißt, wenn also normale Gegnersuche ist, je nachdem, wie du die Rathäuser verteilt hast, dass du in etwa so einen Gegner findest. Mal mehr, mal weniger.
Aber hat er ganz gut gemacht. Mit Luft kann man diese Boxbase machen hier. Die geht ja mit sehr, sehr vielen Kombis. Ob du jetzt, er hat ja auch schon E-Drachen nimmst oder ob du Miner nimmst oder ob du Hawks nimmst. Er hat sich jetzt für einen Laloon-Part hier entschieden. Finde ich eigentlich auch in Ordnung. Gerade gegen Rathaus 10. Dann mit den Viererhunden vor allen Dingen macht das Sinn. Siebener Loons kommen auch noch dazu. Ja, ist nicht alles so schwierig hier und ist aber ganz schön hier. Die Atmosphäre ist auch ganz chillig hier im Deutschland-Ad. Hier soll ja danach noch vielleicht irgendwie so ein Event stattfinden. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man hier machen kann. Rathaus 10, Rathaus 8 oder was auch immer. Aber ich glaube, Rathaus 10 war mal so ein bisschen in Ansage. Und habe ich hier eigentlich noch einen 9er Max-Dax? Ist das ein 9er der Max-Dax? Der Max-Dax ist ja ein Rathaus 9 auf ein Rathaus 8. Also hier mussten wir schon extremst weit runtergehen. Das war in den anderen, war das nicht so. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn hier noch was machen? Ah, ich habe den Surgical Goblin übrigens hier. Der ist bei mir mit dem Clan. Also auch nicht schlecht. Jemand aus der Clash Royale Front ist hier auch in Clash of Clans vertreten. Wenn es auch vermutlich nicht der richtige ist und der wahre echte, aber ist nicht so schlimm. Hat er hier mit E-Drachen gemacht. Alter, das ist ja ein Elfer. Die hätten ja auch ein bisschen höher gehen können. Ja, aber was willst du machen? Hier in diesem Clan gibt es halt auch keine Absprachen. Und so wie er diesen Neuner hier zerstört, so werde ich halt auch öfter mal vom Elfer zerstört im Clan Herausforderer, wenn dann der Gegner nicht so unendlich tief gehen will, dann muss er halt auch mal einen Neuner machen, so wie er hier auch. 9 gegen 9, das ist ja sogar noch gegenüber. Und warum willst du da höher gehen, wenn oben auch schon alles auf den Bretter liegt? Ist doch mal so. Ist doch mal so. Also die Lütten machen das hier eigentlich richtig, richtig gut. Und dieser Clan-Krieg hier ist kein Hit-Up. Die anderen Clan-Kriege waren schon so ein bisschen Hit-Upper, aber da hat der Gegner dann halt nicht so gut angegriffen. Ich bin gespannt, auf wen wir als nächstes hier treffen. Das wird sein, der Clan 1 kann ich nicht lesen. Wo stehen die im Moment? Oh, die sind noch unter uns und ihr seht das. Den ersten werden wir nicht mehr einholen. Guckt euch das an. 322 Sterne. Alter Falter, die holen aber auch. Ich glaube, es gab hier auch schon ein Perfect War, nämlich hier unten gegen den Gegner, den wir gerade spielen, 90 Sterne geholt. Also Full House hier, abgerockt. Gegen die waren wir schon dran, glaube ich. Das waren auch die, gegen die wir verloren haben. Ist das richtig? Bei den arabischen Schriftarten kann man es manchmal nicht erkennen. Ja, gegen die haben wir auch verloren, aber auch nicht 90, sondern 69. Also sind wir auch nicht ganz unverdient hier Zweiter, glaube ich. Und dann geht es gegen den Vierten. Gegen Big Baby Clans müssen wir da noch ran. Und Bloody Assassin. Mal sehen. Aber ich denke mal, die ersten beiden steigen ja hier auf. Und markenmäßig hatte ich gesagt, gibt es etwas über 160. Im Moment sind wir hier in Gold 2. Zweiter Platz 156. Okay, mal sehen, ob wir da stehen bleiben. Aber es gibt ja dann dementsprechend noch ganz netten Bonus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen hier. Kurz, aber knapp aus dem kleinen Deutschland-Ad war ich den Jungs hier sicherlich oder den Jungs und Mädels sicherlich auch schuldig. Vielleicht sehen wir es doch nochmal im Livestream, denn die Liga geht ja noch ein paar Tage ins Wochenende rein. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto, clasht.